Sie kennen sicherlich den großartigen Film Das Leben der Anderen über einen Stasi-Mitarbeiter, der ein ziemlich langweiliges Leben führt und dann, naja, Oppositionelle beobachtet auf Schritt und Tritt und vor allem abhört, die ein ziemlich aufregendes, intensives Leben haben. Und er wünscht sich eigentlich, dieses Leben auch zu haben. Und so wünschten wir uns vielleicht hier in Deutschland einen ähnlichen Boom zu haben, wie er derzeit in den USA wirtschaftlich zumindest zu beobachten ist. Heute großartige Wirtschaftszahlen, die schon ein bisschen, naja, sehr heiß gelaufen sind. Die Frage ist, was ist denn der Preis eigentlich für diesen Boom? Ist das ein Sugar Rush, wo der Konsum der Zukunft schon in die Gegenwart vorgezogen wird? Vieles deutet darauf hin. Vielleicht vorab noch ein Wort. Es gab jetzt einige Kommentare auf mein Video. Ja, ich sei immer so negativ und ich soll doch mal Perspektiven, was man tun könne, was man investieren könne, aufzeigen. Meine Antwort ist, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Das sehe ich zumindest nicht als meine Aufgabe. Wer das wissen will, der kann sich 5000 andere YouTube-Kanäle anschauen über bestimmte Aktien, was man kaufen soll, warum man es kaufen soll und so weiter und so fort. Das ist nicht mein Ziel, nicht mein Anspruch. Ich versuche, eine Welt zu zeigen, die so ein bisschen absurd ist, die eine Wohlstandsillusion aufrechterhält, die eine Megablase geschaffen hat in vielen Bereichen, eben durch die Notenbanken mit all den Konsequenzen. Das tun sie, um unsere Wohlstandsillusion aufrechtzuerhalten. Und ich versuche, das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, versuche Dinge zu zeigen, vor allem durch Grafiken zu zeigen, aus denen Sie dann vielleicht bestimmte Schlüsse ziehen können. Ich habe meine Interpretation, Sie die Ihrige, aber ich bin nicht dafür da oder sehe nichts als meine Aufgabe, irgendwelche Investmentideen hier zu präsentieren. Wie gesagt, da gibt es 5000 andere wie Sand am Meer. Aber das, was ich mache, glaube ich, gibt es nicht so oft und das ist genau der Punkt, um den es geht. So, das war die Klarstellung. Jetzt schauen wir uns den Boom an. Schauen wir uns mal an hier, Philly Fed Index, der beste Wert seit Anfang der 80er Jahre. Nicht schlecht, das ist schon 40 Jahre her. Da können sich nur noch Steinzeitboomer dran erinnern. Das war auch im Vormonat schon ziemlich krass, aber heute im Fokus natürlich die Einzelhandelsumsätze aus den USA, weil die US-Wirtschaft so konsumgetrieben ist. 9,8%, Konsensprognose war 5,0%. Bank of America hatte gesagt, ja, unsere Kreditkartendaten zeigen, könnte 11% werden. Sie lag also nur knapp drüber, aber wenn wir uns unten das mal anschauen, dann sehen wir, da gibt es einen ziemlich unmittelbaren Zusammenhang zu den Stimulus-Checks, also zu dem Helikoptergeld, das die US-Regierung hier ausgeschüttet hat. Immer dann, wenn dieses Geld kommt, dann gehen die Umsätze nach oben. Das ist so ähnlich wie bei einer Katze, wenn sie der Fressen geben, dann frisst sie. Wenn sie ihr noch einen Napf hinstellen, dann frisst sie weiter. Das ist also hier bei den Amerikanern, die durchaus auf Konsum programmiert sind, eben auch so. Und dementsprechend ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wir sehen nämlich Reaktionen am Markt. Zum Beispiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist deutlich gefallen. Und trotz der sehr heißen Daten, die wir heute gesehen haben, auch New York Empire State Index, sehr gut, Erstanträge besser, etc., etc. Also es war alles nur besser als erwartet. Aber viele sagen sich, ja, das ist wohl temporär, das ist eben dieser Sugar Rush, der da kommt und da könnte was dran sein. Denn was jetzt verkonsumiert wird, das wird teilweise aus der Zukunft vorgezogen, das fehlt dann hinten raus, außer ich muss weitermachen mit dem ewigen Stimulus. Und da fragt Sven Henrik eben zu Recht, so, also was kriegen wir denn dann in den nächsten Monaten verzahlen, wenn es keinen Stimulus-Check mehr gibt. Exakt, das ist genau der Punkt. Hier sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe jede nach unten. Das hilft Gold zum Beispiel, dass das so ein bisschen Vergessenheit geraten war. Hilft den Aktienmärkten S&P 500 und Dow Jones heute mit neuen Allzeithoch. Und warum es fallen die Renditen für Staatsanleihen? Wahrscheinlich, so bringt es Jim Bianco hier richtig auf den Punkt, dass alles ja total bärisch war für Staatsanleihen noch in den letzten Tagen und Wochen. Alle standen short in diesen Anleihen, spekulierten also auf weiter steigende Renditen und das ist dann anders gekommen. Das ist ein Short Squeeze, wenn man so will, der hier passiert. Jetzt gehen wir also mit der Rendite runter und das, so sagte Jim Bianco und so sehe ich es auch, das macht den Weg frei, damit wir dann später auf die 2%-Marke steigen können. Schauen wir uns mal an, mit was all dieser wunderbare Boom, um den wir Europäer, die Amerikaner durchaus beneiden, in unserem Endlos-Lockdown, was das allerdings gekostet hat. Wir sehen hier die Geldmenge M2 in Relation zur Trend
M2-Geldmenge, also das, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre unter in Anführungszeichen normalen Umständen. Heutzutage ist ja fast gar nichts mehr normal, möchte man meinen. 2,9 Billionen sind es mehr, die da geflossen sind. Und hier eine hochinteressante Grafik, die das Ganze mal historisch vergleicht, nämlich einerseits mit dem New Deal von Roosevelt aus den 20er, 30er Jahren oder in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise ab 1929. Und da sehen wir, was das so pro Kopf gekostet hat. Damals $6.300 pro Kopf. Jetzt das, was Trump schon angefangen hat und Biden jetzt weitermacht, das ist das Doppelte, über $12.000 pro Amerikaner wird da aufgewendet. Der Recovery Act von Obama in Reaktion auf die Finanzkrise war nur ein Viertel dessen. Also Corona-Krise mal vier. Die Finanzkrise könnte man meinen. Allerdings hat das Ganze doch eine andere Volkswirtschaft gehabt, damals unter Roosevelt. Damals war das, was man da reingepumpt hat, 40% des BIPs. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur 19%. Also man verschuldet sich 19%. Mehr als man an BIP erwirtschaftet. Und wir sehen, dass wir jetzt eigentlich, was hat die Corona-Krise in den USA für wirtschaftliche Schäden hervorgerufen? Wenig, minus 3% damals unter Roosevelt oder respektive eben Gefolge der Finanzkrise, der Weltwirtschaftskrise minus 30%, die Finanzkrise minus 5,5%. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was machen die Märkte draus? Ein Jahr nach dem Peak war der Dow Jones damals 37% im Minus, also deutlich unschön, damals bei der Finanzkrise 30% im Minus und jetzt sind wir 22% im Plus. All das mit Folgewirkungen, diese immense Geldmengenausweitung, Lumber zum Beispiel, Bauholz, ein neues Allzeithoch, 3% heute gestiegen, hat sich jetzt vervierfacht, kann man sagen, locker, ganz entspannt. Also das hat natürlich inflationäre Auswirkungen. Ich hatte hier heute Morgen diesen Tweet von Morgan Housel schon gezeigt, wo jemand sagt, ich habe ein Angebot für ein Haus abgegeben, das 20% über dem offiziellen Verkaufspreis lag. Dann hat mir der Makler gesagt, ja, ich hatte 6 Angebote, deins war das niedrigste. Also das zeigt so ein bisschen, was da der Fall ist. Es gibt Berichte, dass jetzt Holz in die USA geliefert wird, zum Beispiel aus Deutschland, damit diese Nachfrage da bedient werden kann. Und Nachfrage eben auch jetzt an den Aktienmärkten, S&P 500 jetzt 9 Tage mit Extreme Overbought Readings, also extrem überkauft. Das gab es zuletzt Anfang 2018. Ich will aber nicht zu negativ werden, meine Damen und Herren. Aber was man natürlich sehen muss, dass diese ganze Corona-Geschichte jetzt nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass die Vermögen gleichmäßiger beteiligt sind. Wir sehen hier mal die globalen Vermögen der Top 10%, 85,6 Billionen, 50-90%, 34,8 Billionen und die unteren 50% haben gerade einmal 2,5 Billionen, also um und bei ein 40stel dessen, was die Top 10% haben, hat die Hälfte der Bevölkerung. Auch das ist natürlich eine Folge der Notenbankpolitik. Und apropos Notenbank, James Ballard hat ja gesagt, ja, also wenn wir eine Impfquote von 75% haben, dann werden wir mal über Tapering nachdenken, dann können wir zumindest darüber diskutieren. Hier sehen wir mal, wann das der Fall sein wird, in den USA um und bei in 2 Monaten, ganz oben diese Grafik, dann in der Mitte UK auch deutlich besser und ganz unten, Sie werden es ahnen, die Eurozone, da dürften wir dann im Jahr 3129 etwa eine Impfquote von 75% erreicht haben. Und wichtig jetzt auch noch in Sachen Boom, in Sachen Konjunktur, China, das hat ja zwar eine angeblich boomende Konjunktur, aber die Aktienmärkte boomen jetzt nicht gerade so, eben weil die chinesische Führung schon längst auf die Bremse getreten ist, eine Art Enthebelung von Schulden versucht, weil man auf der anderen Seite den großen Tech-Werten so ein bisschen auf die Füße getreten ist. Heute Nacht jedenfalls werden die BIP-Zahlen aus China veröffentlicht, auch Konsumdaten, also Einzelhandelsdaten etc. etc. Also da kommt ein ganzer Kranz von Konjunkturdaten aus China und sicherlich wird die Erwartung ziemlich genau erfüllt. Das ist in China gerne so, weil da eben die Wirtschaft genau das macht, was die Machthaber wollen. Jetzt haben wir hier Aussagen von Barclays, die sagen, ja, also dieser Boom, ne, also das ist ja schon eine ganz tolle Sache. Auch jetzt eben
durch das Ende des Handelskriegs zwischen den USA und China und dann eben diese Nachfrage, die jetzt entsteht nach der Corona-Krise, das wird auch zu Frachtvolumina, also praktisch zu Transportvolumina, zu einem Welthandelsboom führen, der sich durch das gesamte Jahr oder zumindest weit in das Jahr 2022 streckt. Aber wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, vor allem jetzt aus Asien, da sieht es auch nicht mehr so toll aus. Indien, über 200.000 Fälle an einem Tag. Auch Japan geht jetzt deutlich nach oben. Frage, ob dann die Olympischen Spiele irgendwie stattfinden können, die wahrscheinlich sowieso gar keinen Sinn mehr machen und unter den gegenwärtigen Umständen ohne Zuschauer sowieso nicht. Wir sehen das in ganz Asien, dass die Dinge da ziemlich schlecht laufen. Also es ist nicht nur Europa, sondern eben auch Asien. Und Europa und Asien ist dann schon ein Pfund, das vielleicht dann diese sehr optimistischen Erwartungen in Sachen Weltkonjunktur ein bisschen runtersizen sollte. Schauen wir uns mal hier an. Bundesverfassungsgericht, heute wirklich bemerkenswert, hat den Mietendeckel in Berlin für verfassungswidrig erklärt. Dieser Mietendeckel war okay für die Leute oder gut für die Leute, die bereits wohnen, aber nicht für die, die Wohnung suchen, denn kaum einer hat dann letztendlich Mieteigentum oder hat seine Wohnung dann Mietern zur Verfügung gestellt, bringt er nichts, dann verkaufe ich die lieber. Oder wenn ich baue, dann versuche ich Eigentumswohnungen zu bauen und nicht zu vermieten etc. Also hier wieder ein typischer Eingriff der Politik, der erstmal gut klingt. Klar, wer hier Mieten zahlt, und in Berlin sind die Mieten ja zwar deutlich gestiegen, aber im Vergleich zu anderen, München, Frankfurt, Hamburg, immer noch einigermaßen moderat, aber natürlich steile Aufwärtstendenz, keine Frage. Aber man sieht hier, was hier der Eingriff von politischer Seite in einen freien Markt dann auslöst. Ja, man muss schon gucken, dass die Dinge in der Balance bleiben, ganz klar. Aber hier sagt selbst mein bester Freund Marcel Fratscher, der Marcello, der meine Frisur geklaut hat, ja, der sagt, ja, das ist natürlich jetzt nach wie vor ein Problem. Aber viele werden dann vielleicht ihren Lebensstandard senken müssen, wenn jetzt die Mieten steigen. Aber es ist dann vielleicht eben so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem super alten Mietvertrag sitze, tolle Wohnung habe, irgendwo in super guter Zentrumslage oder in einem Stadtteil, der angesagt ist, und da ist dann eben manchmal eben auch die Situation die, dann muss ich vielleicht woanders wohnen, wo ich es mir leisten kann. Das ist eben auch Marktwirtschaft vielleicht. Corona-Hilfsprogramme, die helfen den Großen, die kommen gut aus der Geschichte, die Kleinen kommen da weniger gut, die kleinen Geschäfte, die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen kommen da weniger gut raus. Das wird die Ungleichheit hier deutlich vergrößern, wie Mr. Felbermeier sagte vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut, und führende Wirtschaftsinstitute fordern jetzt ein höheres Rentenalter zur Finanzierung der Schulden, die wir gemacht haben. Also Free Lunch ist nicht. Wir versuchen zwar jetzt viele zu retten, aber das wird irgendwann eben die zukünftige Generation bezahlen müssen. That's the way it is. Dementsprechend sollte man sich diesen Boom genauer anschauen, sollte die Frage stellen, naja, wir haben jetzt schöne Wirtschaftszahlen, aber da ist viel von der Zukunft in der Gegenwart bereits verkonsumiert worden, und das auf Kosten letztendlich unserer Nachkommen. So ist es leider doch. Und abschließend noch ein Hinweis. Ich hatte heute ein super geiles Interview oder ein Gespräch mit dem Blocktrainer. Ich hatte es heute Morgen schon angedeutet. Hat richtig Spaß gemacht. Ist, glaube ich, super interessant. Das dürfte dann morgen oder wird morgen veröffentlicht. Ich werde nochmal genau sagen, wann das zu erwarten ist. Aber morgen, das sollten Sie sich echt antun. Das ist wirklich, also ich fand das super spannend. Das war keine Sekunde Langeweile. Das war ein emotionaler, ein leidenschaftlicher Austausch. Das hat richtig gerockt. So, das soll es erstmal gewesen sein. Der Boom der anderen, das Leben der anderen. Wir sitzen im Lockdown, aber Lockdown ist auch schön. Dann kommt man ein bisschen zur Besinnung und zur Ruhe. Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dann, servus, ciao.